Hallo zusammen und willkommen zu meinem neuen Video. Playon Pictures, ehemals Kochfilms, bringt hier die J-Horror Collection raus. Hier mit der Nummer 1 Dark Water, das Original. Und ja, ich muss sagen, mich spricht das total an. Hier das Cover, wir gucken es uns gleich nochmal im Detail an. Hat mich total angesprochen. Jetzt gibt es hier ein kleines Manko. Aber das gucken wir uns gleich an, was ich genau meine. Aber nichtsdestotrotz bin ich total gespannt auf Dark Water. Denn ich habe das Remake, aber das Original habe ich noch nicht gehabt. Und ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich den jemals gesehen habe. Deshalb bin ich hier richtig gespannt drauf, ja, ob ich ihn gesehen habe oder noch nicht, aber ich kann mich an nichts erinnern. Deshalb, ja, mal gucken, gell? Ja, wir gehen jetzt in die Detailansicht, gucken uns das Mediabook an und dann schaue ich mir den Film an und dann reden wir noch mal über den Film. Also, bis gleich. So, und hier haben wir das Mediabook von Dark Water und damit es nicht so spiegelt, schneiden wir das gleich mal auf. So. Ach, das ging ja jetzt schön. So. Na, komm. Und somit kommen wir auch zu dem großen, großen Manko, das ich hier habe. Es sieht nämlich wunderschön aus. Ja, und jetzt wollen wir mal gucken. Ja, okay. Nochmal von. Wir gehen erstmal hier hinten drauf ein. Hier haben wir ein paar Szenen. Stell scharf. Ein paar Szenenbilder, die Inhaltsbeschreibung, die ganzen Extras, guckt mal hier, Making-of, Interviews, ah, Bildergalerie, 20-seitiges Booklet von Christoph Kellerbach. Hier haben wir die Credits und hier sehen wir, der Film ist hier auf Ultra HD und auf Blu-ray enthalten mit einer Laufzeit von 101 Minute und das Ganze hier von Playon Pictures. Genau, so, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das abkriegen. An für sich will ich es gar nicht abmachen. Und wisst ihr was? Das mache ich auch nicht. Denn ich finde es so, hier hinten haben wir zwar was, aber ich finde es so sehr, sehr schön. Mit diesem Balken, ich weiß nicht warum, normalerweise verfluche ich sowas. Dass hier irgendwie eine J-Card drum ist oder sonst was. Aber hier passt es einfach gut. Jetzt will ich mal gucken, kann ich das? Nee. Ich kann es aber nicht richtig aufklappen. Ja, jetzt bin ich am Überlegen. Ja, seht ihr? Und schon ist es auch ab. Okay. Dann machen wir es ab. Hier sind 3 Klebepunkte drauf. Okay, dann haben wir hier das voll ganze Motiv, was ich sehr, sehr schön finde. Hier haben wir den Spine. Hier oben auch J-Horror Collection. Und hier die Rückseite. Sehr schön, gefällt mir. So, aber, ja, wie ich schon gesagt habe, wenn da so ein Schuber dabei wäre, wo oben, unten zu wäre, wo man es so reinschieben könnte, das würde mir gefallen. Trotzdem FSK Flatschen gefällt mir das mit dem Schwarz hier neben und so richtig, richtig gut. Ich muss mal überlegen, was ich da mache. So, jetzt blättern wir auf und hier haben wir die, hier oben steht die UHD-Disc. Ein durchgehendes Bild, ein bisschen Wasser, gell? Und hier hinten die Blu-ray und auch ein bisschen Wasser. Ich glaube sogar, das könnte dunkles Wasser sein. Ja, dann blättern wir mal durch. Es sollen 20 Seiten sein und es sieht schon mal hier sehr, sehr schön aus. Aus den Tiefen des dunklen Wassers Einblicke in die Entstehung von Dark Water. Ja, und hier haben wir. Ach, guck doch mal da. Also, wenn ich jetzt hier so weiterblätter, ja, viele, viele Informationen. Guck, nur so ein bisschen
Bildmaterial hier drin, aber das reicht meistens auch. Umso mehr hier drin steht, umso schöner, denn da werden wir alles Nötige zum Film finden. Und hier haben wir nochmal Quellenangabe, wo ihr wohl diese ganzen Informationen findet. Das ist auch schön, dass man da eventuell mal nachlesen kann. Und ja, dann ist das hier auch schon zu Ende. Sehr, sehr schön. Ja, bisher gefällt es mir sehr gut. Und ja, diese J-Horror Collection hat mich gleich angesprochen. Und ja, Nummer 1. Ich bin gespannt, was uns da noch erwarten wird in Zukunft. Ich bin ja nicht so der große Japan-Horror-Fan. Aber um da mal reinzukommen, ist das doch richtig, richtig toll. Also, ich komme jetzt nochmal vor die Kamera und ja, dann schauen wir uns, also dann reden wir mal über den Film. Ich schaue mir den jetzt mal an. Bis gleich. Ja, hier ist er nun, Dark Water. Ich habe ihn mir angeschaut, ja. Und was kann ich dazu sagen? Dark Water ist ein Film aus dem Jahre 2002, ist ab 16 Jahren freigegeben, dauert 101 Minute. Und ist natürlich ein, ja, aus der J-Horror Collection, ein japanischer Horrorfilm von Hideo Nakata, der auch die Ringfilme gemacht hat, ja, die Originalen. Ja, und Dark Water ist eine Buchverfilmung tatsächlich, und zwar von Koji Suzuki, der hat das Buch Dark Water geschrieben und ja, danach ist das Ding verfilmt worden. Um was geht es? Es geht um eine Frau mit ihrem Kind, die sich gerade in der Trennungsphase befindet und ja, ein paar gerichtliche oder Jugendamt-Sachen, ja, die da vor sich gehen. Sie ist gerade am Trennen von ihrem Mann und möchte ausziehen oder sie zieht aus. Ja. Sie ist am Wohnungssuchen, sucht sich eine Wohnung. Und ja, alles ist ein bisschen so, aber eine Wohnung, ja, die ja, ist ganz besonders, denn sie ist günstig. Sie ist sehr, sehr günstig, auch wenn das erste Mal alles ein bisschen nass aussieht, sagt der Vermieter, hey, bevor Sie einziehen, wird hier alles nochmal schön gemacht, wir renovieren alles und dann können Sie hier natürlich einziehen. Der Vermieter weiß aber Bescheid, der Owe. An der Decke, da ist ein Kringel, ja, mit Wasser, aber das versucht er ein bisschen zu verschleiern. Und so zieht die Frau mit ihrem Kind dort ein. Ja, zwischenzeitlich sucht sie auch einen neuen Job. Das Kind geht in einen neuen Kindergarten, gewöhnt sich da auch schnell dran. Aber das Kind findet oben auf dem Dach eine Tasche, ganz, ganz komisch. Die Tasche taucht auch hin und wieder mal ein bisschen auf. Ganz komisch, ja, und dann im Kindergarten wird, sie hat so ein paar, sind es so Visionen oder Träume oder wie auch immer, dass ein Kind wohl irgendwie verschwunden ist und das sieht sie dann auch im Kindergarten und vor dem Kindergarten so Aushänge, ja, dass ein Kind gesucht wird und die ist wohl 1999 oder so verschwunden und ja, hier spielt das natürlich 2002 auch, ja. Und das Kind wird gesucht, die Decke alles voller Wasser, es wird immer mehr und mehr und mehr. Sie denkt sich als, ach, da oben im obersten, also in der Wohnung über mir, da muss wohl irgendwas kaputt sein. Sie klingelt dort, sie sagt dem Hausmeister Bescheid, sie sagt dem Vermieter Bescheid, aber keiner kümmert sich drum und so will sie sich dann selber drum kümmern mit der Tochter. Ja, da ist irgendwas Mystisches, ja, und ja, immer mehr sieht sie dann auch dieses verschwundene Kind und ja, immer mehr mysteriöse Sachen passieren dort. So, mehr möchte ich hier gar nicht sagen und ja, was soll ich sagen? Wie fand ich den Film? Ich habe den Film wirklich vorher nicht gesehen. Ich habe gedacht, vielleicht habe ich ihn gesehen. Nein, ich konnte mich da an nichts erinnern, also ich habe ihn noch nicht gesehen gehabt und
Er ist gut gemacht. Er ist teilweise sogar richtig gut gemacht. Also, ja, doch, muss man so sagen. Aber, er hat mich nicht abgeholt. Ja, also es war wirklich so ein, ja, okay, er hat viele, viele Längen drin, wo ich einfach nichts mit anfangen konnte, wo einfach so, boah, ja, okay, oh, wo man so fast ans Handy greifen möchte, weil es einfach langweilig ist. Es sind auch viele Szenen dabei, aber auch die richtig spannend gemacht werden und auch das Ende ist richtig spannend gemacht, meiner Meinung nach, wo ich dann wirklich davor gehockt habe und wollte wissen, oh, was passiert jetzt, wie geht's jetzt weiter und sowas. Da bleibt man dann schon am Ball und ja, es ist, aber ich denke, ich glaube, also von meinem Empfinden her, die Längen überwiegen den Film. Ja, also es war echt nicht meins. Trotzdem ist es ein schönes Mediabook geworden. Ja, und ein schöner Auftakt in diese J-Horror Collection. Und ja, ich bin mal gespannt, was da alles noch so kommt. Denn ja, ich bin da in diesen Japan-Horror, allgemein asiatischer Horrorfilm gar nicht so weit drinne. Ich denke, da werden viele Sachen kommen, die ich gar nicht kenne, aber mir vielleicht auch mal anschauen würde, wollen und alles. Und da ist das richtig schön. Doch, ja, ich denke, ich werde da ein bisschen weiter versuchen zu sammeln. Ob ich dann irgendwann abbreche und sage, boah, nach dem zweiten, dritten, vierten Film, je nachdem, wie weit die Collection geht, gefällt mir gar nichts mehr. Ja, aber ansonsten schön. Schönes Mediabook, schöner Inhalt. Die 4K, die da drin ist, habe ich mir angeschaut und muss sagen, ja, die 4K braucht es eigentlich nicht. Ja, also die Bildqualität von der 4K ist ja nicht besonders. Es ist zwar schön, dass auch ein bisschen Filmkorn mit drin ist und alles, aber es hat keine 4K-Qualität, meiner Meinung nach. Ja, also da habe ich schon Besseres gesehen, das aber trotzdem schlecht war. Ja, es ist ein schönes Bild, keine Frage. Ja, aber ich denke, das ist reine Blu-ray-Qualität und das hat nichts hier mit 4K zu tun. Ja, dann war es das auch schon wieder. Habt ihr euch dieses Mediabook gekauft oder allgemein redet mal oder sagt mir mal, wie ihr Dark Water fandet? Ja, würde mich mal sehr interessieren, was ihr zu Dark Water sagt, ob es ein richtig guter Film für euch ist oder ob ihr genauso denkt wie ich oder vielleicht sogar noch schlimmer. Ja, alles unten mal in die Kommentare. Ja, und dann war es das auch schon wieder. Danke, dass ihr dabei wart und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut, euer Timo.